bei Train Sim World. Wir sind hocherfreut, Ihnen die Position eines Lokführers auf unserer Keystone Subdivision anbieten zu können. Ihre Bewerbung war herausragend und wir sind gespannt zu sehen, was Sie für die tägliche Arbeit im Cumberland Terminal mitbringen werden. Wir möchten, dass Sie sofort loslegen und werden Ihnen in unserer Einrichtung in Cumberland alle notwendigen Trainingslektionen geben, die Sie benötigen. Ja, das ist sehr freundlich von dir, liebes Spiel. Und damit willkommen zu meinem neuen Let's Play Train Sim World CSX Heavy Haul. Ein Spiel von Dovetail Games, die bekannt sind für Train Simulator. So, ich stelle erstmal ein bisschen die Lautstärke nach unten, weil das ja doch ein Ticken zu laut war. Machen wir mal 30%, mal gucken, wie sich das anhört. Okay, hört sich schon besser an. Und ja, es ist scheißegal, auf was... Hand-Auge-Koordination ist beim Betreiben von Lokomotiven auf der Bahnstrecke unabdingbar. Sehen Sie nach unten zum Boden, nach oben zum Himmel, nach links und nach rechts. Sehen Sie nach unten auf die Markierung. Okay. Nein. Okay, ja. Sehen Sie nach links. Okay, cool, ja. Okay, Zielvorgabe erfüllt. Das ist doch super. Es gibt viele Dinge, die nicht vom Führerstand aus bedient werden können. Also müssen Sie sich einen Teil der Zeit wohl zu Fuß aufmachen. Ja. Vertreten Sie sich einige Sekunden die Beine, um sich aufzuwärmen. Ja. Okay. Alles klar, machen wir. Also, Leute, interaktive Elemente zum Zweck des Tutorials sind einige interaktive Elemente gesperrt. Okay. Der praktische Teil Ihres Trainings ist damit abgeschlossen. Gehen Sie hinüber und steigen Sie in eine Lokomotive. Ja, okay. Also Leute, ich will noch mal dazu sagen. Es ist scheißegal, ob ich auf besten Einstellungen spiele oder nicht. Ich habe immer nur um die 20 FPS in dem Spiel. Es ist ein Armutszeugnis und es tut mir extrem in der Seele weh, dass dieses Spiel so eine schlechte Optimierung hat, weil ich habe hier so viel Hoffnung reingedingens. Und jetzt... Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Und jetzt scheint sich das auch zu befürworten, dass hier mega scheiß Performance ist. Ach, guck mal hier. Hier ist ein Kollege. Moin. Na, alles gut? Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Ja. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Okay, setzen wir uns mal. Alles klar. Okay. Wenn Sie auf dem Lokführersitz einer Lokomotive sitzen, erscheint die Blickfeldanzeige in der unteren rechten Ecke. Diese zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Lokomotive an. Die Anzeigen auf der rechten Seite zeigen den Druck des Bremssystems an. Entlang der Unterseite befinden sich die Richtungs-, Leistungs- und Bremstypen-Anzeigen. Ja. Und zu guter Letzt, das Ausrufezeichen auf der linken Seite ist die Sicherheitswarnanzeige, bekannt als Alarm. Diese leuchtet auf, falls etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert und muss bestätigt werden. Okay. Ja. Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Okay. Spitzensignale vorne.
Ah ja. Mhm. Das haben wir schon mal erfüllt. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel. Mhm. Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Mhm. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf vorwärts. Aber sicher. So. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Ah ja, automatische Bremse können auch verwenden, um die automatische Bremse zu lösen. Ah ja. Ah ja, okay. Wir sind nun bereit loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. So, das hier müsste es sein, ne? Okay, wir können auch Leertaste dafür benutzen. Mhm. Okay, erhöhen Sie nun die Leistung, okay. Aber nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Erhöhen Sie die Leistung um eine Stufe. Ja. Okay, machen wir mal, ne? Sie fahren. Großartige Arbeit. Danke. Um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Mhm. Wir können natürlich auch D verwenden, ja, das ist klar. Während Sie fahren, möchten Sie sich bestimmt einmal den Zug von außen ansehen. Dies können Sie tun, indem Sie eine der Außenkameras auswählen. Ah ja. Ach ja, schön. Spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Kamera, während der Zug ausrollt. Huch, ich habe aus Versehen Leistungsregler irgendwie erhöht. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche Reduktion. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein. Okay. Juhu! Gut gemacht. Alles klar. Sie sind nun bereit, Train Sim World zu erkunden. Um mehr über die Betriebsabläufe bei der Bahn zu lernen, können Sie beim Erkunden Tutorials aktivieren. Außerdem finden Sie diese auch im Hauptmenü. Ja. Okay, cool. Tutorial noch einmal spielen, nächstes Tutorial. Ich würde sagen, wir spielen direkt nächstes Tutorial. Würde sagen, das ist ja eigentlich ganz cool, dass hier alles so gut erklärt wird, deswegen nehmen wir das alles komplett mit. Jo. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass die Performance so extrem kacke ist. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch nachgepatcht, weil so ist es echt ein bisschen blöd. Ah, 4400 PS hat die. Boah, geil. Rangieren im Rangierbahnhof, okay. Sie möchten etwas über das Rangieren lernen? Werfen wir einen Blick darauf. Mhm. Bevor ein Zug irgendwo hinfahren kann, müssen Mannschaften zuerst die Wagen zusammenstellen. Okay. Akribische Planung stellt dabei sicher, dass die richtigen Wagen im richtigen Gleis stehen.
um so den richtigen Zug zusammenstellen zu können. Diesen Vorgang. Steigen Sie in diese Lokomotive und wir fangen an. Gut, fangen wir an. Hinaufsteigen und Tür. So, da bin ich wieder. Alles klar, wir können auch Fenster aufmachen. Das ist wirklich sehr cool. So, setzen wir uns mal. Rüsten Sie die Lokomotive auf und fahren Sie auf die dort vorne stehenden Wagen zu. Gehen Sie es ruhig an. 5 Meilen pro Stunde reichen aus. Okay. Vorwärts natürlich. Lösen. Machen wir mal 1. Okay. Stoßen Sie vorsichtig an die Wagen an. Die Kupplungen verbinden sich automatisch. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, das ist doch so ganz gut eigentlich. Ich denke, so können wir das machen. Hier ist die dynamische Bremse. Genau so. Sie haben es. Okay, super. Nun bringen Sie diese wieder hinter die im Gleis liegende Weiche zurück. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, kann ich denn... Gibt es hier hinten auch ein Führerhaus? Nee. Gibt es leider nicht. Okay, schade. Also ich kann mich einfach in den reinsetzen, oder was? Okay, jetzt ist er weg. Alter, es ist so cool, dass man hier überall rumlaufen kann, ne? Okay, hier kann man nur gucken. Trotzdem cool. Ah, cool, jetzt ist er wieder da. Okay, Richtungswender müssen wir also ändern. In rückwärts und... Okay. Alles klar. Setz den Zug bis hinter Gleis der Weiche zurück. Okay, machen wir. So, und jetzt? Okay, der Zug hat die Weiche passiert. Wir können anhalten. Okay. Zielvorgabe erfüllt. Um diese Wagen auf dem benachbarten Gleis abstellen zu können, muss eine Weiche im Gleis gestellt werden. Steigen Sie von der Lokomotive herunter und gehen Sie zur Weiche. Okay, gehe ich zur Weiche. So. Das ist schon extrem cool. Dass ich das hier auch selber umstellen muss und alles.
Wenn jetzt die Performance von dem Spiel noch gut wäre, dann wäre das richtig cool. Weil das ist echt, boah. Sehr krass. Weichen Hebel. Okay. Gehen Sie zur Weiche hinüber. Bewegen Sie den Hebel so weit, dass die Schienen in die andere Richtung ausgerichtet sind. Zielvorgabe erfüllt. Okay. Wir sind nun bereit. Steigen Sie wieder in die Lokomotive ein. Drücken Sie die Waggons das Gleis hinunter und schließen Sie diese mit denen, die schon dort abgestellt sind, zusammen. Okay, wieder auf den Sitz des Lokführers setzen. Wird gemacht, Captain Eiser. So. Oh, Moment. Okay. Nicht mehr als 5 Meilen pro Stunde, okay. Müssen wir mal schnell ein bisschen bremsen. So. Alles klar, ein bisschen können wir jetzt aber. Naja, ist ja gut. Ich fahre ja nicht mehr als 5 Meilen pro Stunde. Alles ist gut. Okay. So, ich würde sagen, wenn wir das abgekuppelt haben, dann war es auch erstmal mit der ersten Folge. Und ich bin ja mal gespannt, wie geil das Video wird mit so einer niedrigen FPS-Zahl. Bin ja mal gespannt. Wie kann ich nochmal die Bremse aktivieren? Mit E vielleicht? Nee. Naja, passt ja so, ne? Von der Geschwindigkeit her. Das passt ja so. Ich habe schon gedacht, Trains in New Era wäre scheiße optimiert. Na, jetzt wissen wir, was scheiße optimiert ist. So, Zielvorgabe erfüllt. Sie machen das großartig. Weiter so. Wie weiter so? Ich habe gedacht, jetzt sind wir fertig. Um die Lokomotive von den Waggons abzukuppeln, steigen Sie herunter und gehen Sie zum ersten Güterwagen. Okay. Alles klar. Zunächst drehen Sie das Bremsrad am Güterwagen fest, damit die Waggons sicher stehen bleiben. Wo ist denn das Bremsrad? Da oben, Handbremse. Ziehen Sie den Trennhebel, um die Lok von den Wagen zu lösen. Okay. Und das wäre auch schon alles. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis alle benötigten Wagen auf dem gleichen Gleis zusammengestellt sind. Zum Schluss steigen Sie zurück in die Lokomotive und fahren das Gleis ein Stück hinauf, so dass diese zum Rangieren weiterer Wagen bereitsteht. Setzen Sie die Lokomotive zurück, um dieses Tutorial abzuschließen. Ja, okay, das machen wir. Juhu, alles klar. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Train Sim World CSX Heavy Haul. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.